Wenn du bei mir bist, ist die Welt so farbenfroh. Ich seh Blumen erblühen, die Sonne scheinen, Hasen springen über den Weg. Vom Gipfel der Berge sehen wir die Sonne untergehen. Deine Augen, sie leuchten, dein Herz schlägt schnell, ich halt dich in meinem Arm. Ich mach das Fotoalbum zu und leg mich wieder ins Bett. Ich bin schon wieder hier und du bist so weit weg. Hätte ich jetzt eine Minute mit dir, ich würde alles dafür tun, glaub mir. Ich würde für dich von der Brücke springen, würde für dich durch die Meere schwimmen. Ich würde einem Lama das Fliegen beibringen, würde ein schönes Lied schreiben und singen, wenn ich könnte. Lass es passieren. Bitte lass es passieren. Wir tanzen gemeinsam 10 Quadratmeter unser Dancefloor. Shakira singt Waka Waka, fühlen uns wieder wie Kinder. Der Nachbar unter uns tut mir leid. Ich hör die Wellen rauschen, Wind fährt uns ins Gesicht. Dann küsst du mich, unendliches Glück, das hab ich jetzt gecheckt. Ich mach das Fotoalbum zu und leg mich wieder ins Bett. Ich bin schon wieder hier und du bist so weit weg. Hätte ich jetzt eine Minute mit dir, ich würde alles dafür tun, glaub mir. Ich würde für dich von der Brücke springen, würde für dich durch die Meere schwimmen. Ich würde einem Lama das Fliegen beibringen, würde ein schönes Lied schreiben und singen, wenn ich könnte. Eine Minute mit dir. Nur eine Minute mit dir. Bitte lass es passieren. Bitte lass es passieren. Das Leben zieht vorbei. Zeit mit dir ist Gold. Bald sind wir in Jahr 3. Doch ich hab die Nase voll. Hätte ich jetzt eine Minute mit dir, ich würde alles dafür tun, glaub mir. Ich würde für dich von der Brücke springen, würde für dich durch die Meere schwimmen. Ich würde einem Lama das Fliegen beibringen, würde ein schönes Lied schreiben und singen, wenn ich könnte. Lass es passieren.
passieren, bitte lass es passieren. Bitte lass es passieren. Hey Leute, das war mein neuer Song. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und der Song bedeutet mir tatsächlich sehr viel, weil ich zurzeit immer noch eine Fernbeziehung führe mit meiner Freundin. Und das ist oft sehr schwer und ja, deswegen ist der Song auch so zustande gekommen, weil eben oft das Gefühl da ist, so weit weg zu sein von der Person, die man am meisten liebt. Und ich denke, jeder, der mal eine Fernbeziehung hatte oder zurzeit hat, dann kennt er das. Ja, ich habe hier tatsächlich auch ein Fotoalbum, was ich euch kurz zeigen wollte, weil es sehr süß ist. Das hat meine Freundin mir geschenkt, da kann ich dann immer reingucken, wenn ich sie vermisse. Und es ist mega schön gestaltet, deswegen wollte ich euch das zeigen. Hier unten gibt es sogar so einen Song, den man auf Spotify abspielen kann, den wir beide sehr mögen. Also das ist eine richtig coole Idee, wenn ihr selber mal sowas gestalten wollt. Und ansonsten hat sie das auch sehr schön gemalt. Ich möchte jetzt nicht alle Bilder zeigen, weil das ja, sollte schon privat bleiben. Aber hier hinten ist auch noch so ein voll schönes Bild. Also hier sind überall viele schöne kleine gestaltete Seiten. Und hier ist zum Beispiel auch noch, das finde ich mega schön gemacht, dieses Bild und die Farben einfach. Also wenn ihr auch künstlerisch begabt seid und ihr wollt eurem Partner, eurer Partnerin eine Freude machen, dann macht doch ein Buch mit verschiedenen Fotos drin. Das ist auf jeden Fall ganz viel wert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da oder schreibt was in die Kommentare, da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.